Hallo. Die Biochemie nach Dr. Schüssler hat in den letzten Jahren viele Fans gefunden. Zu Recht, da diese Methode sehr einfach und effektiv anwendbar ist. Dr. Schüssler, selbst Homöopath, bezeichnete seine Lebenssalze auch als abgekürzte Therapie, weil sie im Gegensatz zur Homöopathie ausschließlich biochemische Verbindungen, die Bestandteile unseres Stoffwechsels sind, homöopathisch aufbereitet. Die Homöopathie hingegen kennt mehrere tausend Arzneistoffe und folgt dem Grundsatz, Ähnliches mit Ähnlichem zu kurieren. Bei der Schüsslersalztherapie sucht man aber die Mineralstoffe aus, die dem Menschen fehlen oder deren Verteilung im Organismus gestört ist. Dr. Wilhelm Schüssler verwendete 12 Haupt- und 15 Ergänzungssalze, die er nach den Regeln der Homöopathie dynamisierte. Also deren Wirkung im energetischen Sinne durch einen speziellen Verdünnungsprozess verstärkte. Allerdings verordnete er seinen Patienten diese Arzneimittel nicht nach dem Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie, sondern nach physiologisch-biochemischen Erkenntnissen des menschlichen Stoffwechsels. Auf der Lehre Virchows beruhend ging er davon aus, dass Gesundheit auch vom Mineralstoffwechsel der Zellen abhängt und ein Manko darin durch die Verordnung seiner Salze ausgeglichen werden kann. Da jedes Salz eine bestimmte biochemische Funktion auslöst, nannte er sie auch Funktionsmittel. Die Schüsslersalze lassen sich neben dem klinischen Befund, aber auch nach antlitzdiagnostischen Aspekten, wie zum Beispiel Hautverfärbungen oder Faltenbildung im Gesicht eines Menschen verordnen. Die Biochemie nach Dr. Schüssler war schon immer ein wesentlicher Bestandteil meiner Praxisarbeit, da sich das passende Salz zum Beispiel über die Antlitzdiagnose schnell finden lässt und effektiv beim Patienten eingesetzt werden kann. Wie zum Beispiel Silicea, die Kieselsäure, die in jeder Zelle vorhanden und ein wichtiges Mineral für unser Nervenkostüm, für unsere Haut, Haare und unser Bindegewebe ist. Da auch die Biochemie nach Dr. Schüssler im Prinzip den ganzen Menschen behandelt, gibt es keine speziellen Indikationen für die Therapie. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob die Anwendung als Unterstützung einer anderen Therapie dient oder ob bei Ihnen irgendwelche Risiken gegen Ihren Einsatz vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.